Großbritannien hat heute als erstes westeuropäisches Land mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Nach Angaben der Regierung stehen vorerst 800.000 Impfdosen des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer zur Verfügung. Weitere sollen in den nächsten Wochen geliefert werden. Großbritannien hatte den Firmen in der vergangenen Woche eine Notfallzulassung erteilt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA attestierte deren Impfstoff unterdessen eine hohe Schutzwirkung. Es war der Moment, auf den die Briten seit Wochen gewartet hatten. Patientin Nummer 1 ist die 90-jährige Margaret Keenan. Die erste, die den Impfstoff heute Morgen bekam. Im Moment weiß ich noch gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Es ist seltsam und wundervoll. Es ist für einen guten Zweck. Und ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Über 80-Jährige sind die Ersten, die den Impfstoff bekommen. Zunächst all diejenigen, die ohnehin im Krankenhaus sind. Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit der Familie. Aufregend finde ich es, unter den Ersten zu sein. Für mich ist das ein Privileg und ich will ein Beispiel setzen. Und natürlich lässt sich auch Boris Johnson den Start des Impfprogramms nicht entgehen, mahnt aber gleichzeitig vor zu viel Euphorie. Es ist fantastisch zu sehen, dass es jetzt losgeht. Aber wir können uns noch lange nicht entspannen. Eigentlich haben Pflegeheime und Heimpersonal oberste Priorität. Noch aber hakt es hierfür bei der Logistik, da der Impfstoff extrem stark gekühlt werden muss. Bis Weihnachten aber soll das gelöst sein. Der Auftakt ist gelungen. Jetzt ist die große Frage, geht es auch so reibungslos weiter? Viele fürchten hier Personalengpässe, sollte es zu einer dritten Covid-Welle kommen. Und ab 1. Januar dürfte der Brexit für Chaos an den Grenzen und damit für Transportprobleme bei der Einfuhr des Impfstoffs sorgen, der ja noch aus EU-Ländern importiert wird.